Brauchen wir eigentlich noch ein bisschen mehr. Daraus kriegen wir nochmal 4 Schaufeln. Mal jetzt 12. Das ist schon eher angemessen. Gut, die Tür könnte man jetzt eigentlich auch weglegen. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so ultra dringend im Inventar. Na, die kommt zu den Holzsachen. Und das kommt dahin. Ich finde, wir haben es gut sortiert. So. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dort hinter, um das Feld zu plätten. Die einzige Frage ist, wo fangen wir an? Ach man, wieso sind ja hier immer so viele Schafe? Boah, es hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Schwert machen sollen, aber boah, ist jetzt ja auch egal. Das Ganze eigentlich tiefer zu legen, sollte man halt erst auch mal anfangen, auf einer Ebene tiefer gelegt zu haben. Jetzt mein Fall die Ebene ist, die auch gleichzeitig schon die Ebene ist, auf die ich das Feld hier sowieso im Allgemeinen bringen muss. Das ist ein Zufall. Das ist ja fast, als hätten wir das geplant hier. Egal. Das hier ist einfach schon wieder Stein. Und ich habe eigentlich nur Schaufeln gemacht. Sehr voraussehend. Ich habe eh noch eine Spitze dabei. Ich habe vorhin gemacht, aber trotzdem. Sehr vorausschauend jedenfalls. Von mir. Das so zu machen. Meine Güte. Gut. Oh. Komm schon. Es ist doch langweilig, immer da runterzufallen. Steve. Ja, der Charakter ist wirklich Steve. So. Und jetzt ab geht's. Ja, ich glaube, ich war auf dieser Ebene erstmal damit beschäftigt abzutragen. Dann geht es immer weiter nach unten.
Oh, lala. Wieso gehen die Schaufeln? Ach ja, warte, die war glaube ich schon angebrochen, oder? Ich will erklären, warum sie schneller kaputt geht als anderes. Habe ich echt den Sound leiser gedreht? Ja, tatsächlich habe ich. Kommt mir irgendwie noch so laut vor, deswegen irritiert es mich alle Huhn gerade etwas. So, dann geht wieder die Beschäftigung los, die wir alle so toll vermisst haben. Nee. Das hat wahrscheinlich wirklich eher vermisst. So. Gut. Dann nehmen wir hier so, was wir hier alles gerade machen. Ist vielleicht doch auch mit das Sinnvollste. Wird's gerade dunkel? Ah nee, noch nicht. Puh. Hätte ich nämlich jetzt irgendwie noch so überhaupt gar keine Lust gehabt. Ehrlich gesagt. Dieser Berg ist atemberaubend ungünstig da an der Stelle. Da müssen wir auch eine Spitzhacke mit uns führen. Echt faszinierend, wie gut das hier immer noch passt. Das hätte ich echt nicht erwartet. Jetzt sieht es ein bisschen hässlich aus, aber... Wollen wir mal. Jetzt wird's dunkel. Das heißt dann für mich nichts als jetzt los zum Bett sprinten und mich schnell hinlegen. Auf dem Weg dorthin das Schaf mitnehmen und das Schaf hier mitnehmen, komm schon. Und dann möglichst ohne Schaden zu nehmen. Hier runter. Perfekt. Hat ja gut geklappt. Vielleicht sollte ich mir mein Bett mitnehmen. Dass ich unterwegs auch schlafen kann. Das halte ich für ein gutes Konzept.